Elsie Baba. Die Musikgruppe entstand 2009 auf Wolin. Der Name der Musikgruppe Elsie Baba stammt aus dem Altpolnischen und bedeutet die heutige Hexe. Sie besteht aus 7 Personen. Die Mitglieder der Gruppe spielen vor allem mit volkstümlichen Instrumenten aller Art. Sie spielen auch mit modernen Instrumenten, die der Band einen netten Charakter geben. Und so spielt Alexander Kabosa, Schalmei, Akkordeon und Flöten. Alexandra spielt Kabosa, Sudina, Ocarina, Schalmei, Bass, Flöten, Pfeifen und alle anderen Krachmacher. Magdalena spielt Schlagzeuginstrumente, Trommel, genannt Davul, und Krachmacher. Lukas spielt Zaz, die sogenannte Teufelsgeige, und Bass. Josef spielt Klarinette. Michal spielt Basstrommel und Schlagzeuginstrumente. Wiederum Ursula spielt Cello. Die Gruppe spielt historische Instrumente, denn sie lässt sich auch von der Kultur der Urslawen inspirieren. Die Musiker versuchen, Folkelemente mit den historischen zu verbinden. Instrumente, die sie spielen, verleihen ihrer Musik einen besonderen Charakter. Dadurch ist er völlig anders, einzigartig. Der spezifische Klang der Schlagzeug- und Saiteninstrumente entwickelt eine ethnische, ursprüngliche Stimmung. Die Gruppe versucht, sich der frühmittelalterlichen Musik aus dem 9. und 10. Jahrhundert zu nähern. Es sind jedoch keine Noten aus dieser Zeit erhalten geblieben. Deswegen, um möglichst nah an die heidnische Musik heranzukommen, an solche, die slawische Götter, die heute vergessen sind, und all die Ereignisse über Slawen, die polnischen Urväter, Vorfahren besingen, versuchen sie sich in diese Atmosphäre hineinzuversetzen. Sie tun dies, wie sie fühlen, was ihnen das Herz sagt. So stellen sie sich die alte Musik und ihr Leben vor. Sie lassen sich auch ein wenig vom Mittelalter inspirieren. Früher beschäftigten sie sich damit. Sie sind mittelalterliche Renektors. Sie verbanden die historische Leidenschaft mit der musikalischen. Während der Konzerte, bei denen sie von den Ereignissen oder slawischen Göttern erzählen, versuchen sie, die Zuhörer in die alten Zeiten zu versetzen. Sie glauben, jeder soll sich seiner eigenen Wurzeln bewusst sein. Die Polen sollen sich für die slawische, sensible Seele nicht schämen, die aus ihren Texten und ihrer Musik fließen. Sie verwenden auch Texte, die Kohlberg niedergeschrieben hatte. Neben den slawischen Texten sind das auch Lausitzer Texte. Die Mitglieder der Band stammen aus dieser Region. Deswegen singen sie auch Sorbisch. Deswegen singen sie auch Sorbisch. Zu ihrem musikalischen Gut, ihrer künstlerischen Aktivität gehören jedoch Musikstücke. Zu ihrem musikalischen Gut, ihrer künstlerischen Aktivität gehören jedoch Musikstücke, für die sie selbst Text und Musik geschrieben haben. Die Gruppe nimmt am Festival der Slawen und Wikinger auf Wolin sowie an ähnlichen Festivals teil. Darüber hinaus nimmt die Gruppe am Folklorum und Altstadtfest teil. Wie sie selbst betonen, es gibt immer mehr Festivals, die die Volkskultur und Reenactments verbreiten.
Sie versuchen bei solchen Festivals dabei zu sein. Sie werden dorthin eingeladen. Wenn sie zu der dortigen Stimmung passen. Die Musikgruppe spielt oft auf verschiedenen Burgen, auf denen historische Veranstaltungen und Feste stattfinden. Oj, wado, wado, gdybym skrzydła miała.